Ich sehe die Problematik, dass wir nicht wissen, wo wir suchen müssen. Wir haben keinen Anhaltspunkt. Das ist wahr. Ich hatte zuerst darüber nachgedacht, diese Gefangene zu suchen, die Kiaras damals gerettet hat. Aber das scheint mir alles zu weit hergeholt. Ich denke, wir sollten in Elberum anfangen. Ich traue Iphemia nicht. Mir stand die Miona nahe und ihr Umschwung am Ende des Krieges. Ich habe ihr das nie abgenommen. Ich denke, wenn jemand etwas wissen könnte, dann sie. Da bin ich. Tut mir leid für die kleine Verspätung. Worum geht es? Voltax! Ja, ich habe auf mein Paket gewartet. Schaut mal, das ist die Robe, die ich mir bestellt habe. Ist sie nicht sehr kleidsam? Sie passt zu euch. Dankeschön. Damit werdet ihr auf dem Konvent sicherlich eine gute Figur machen. Auf jeden Fall. Und in der Oper. Diesmal werde ich nicht rausgeworfen. Wir gehen in die Oper? Das hat er aber mir doch gesagt. Opernsaison. Natürlich. Wenn wir das richtig abpassen, dann können wir den Anfang der Opernsaison in Winsalt und Kusslik mitnehmen. Oh, ich muss wirklich sagen, die horasischen Opern sind etwas ganz Besonderes. Ich habe 3-4 gesehen gehabt und ich muss schon sagen, das ist immer sehr schön gewesen. Nun gut, wenn wir schon einmal da sind und keine Anreise haben, dann denke ich, können wir uns ruhig auch etwas Kultur gönnen. Aber Zulamin, ich muss euch eine Sache sagen, ihr dürft nicht laut mitsingen. Den Fehler habe ich beim ersten Mal gemacht und alle haben mich komisch angeguckt. Ich wundere, dass sie euch nicht rausgeworfen haben. Das haben sie versucht. Nun, vielen Dank für die Warnung. Ich werde deinen Fehler auf keinen Fall wiederholen, Voltax. Das ist gut. Also, ich bin ja so reingeplatzt. Worum geht es denn? Nun, wir sprachen gerade darüber, was wir als nächstes angehen, und ich sagte, wir müssen uns um die Miona kümmern. Ah, ja. Und wo? Wo setzen wir an? Ich denke in Elberum. Denn Iphemia von Ahuabat ist nicht vertrauenswürdig. Und ich denke, wenn es jemanden gibt, den die Miona als alte Verbündete aufsuchen würde, dann ist das Iphemia. Ja, sie hat uns aus der Stadt rausgeworfen. Ich mag sie nicht. Nun ja, rausgeworfen. Sie hat uns auf Schritt und Tritt verfolgen lassen. Ich meine, sie hatte uns auch noch eingeladen zu einem Fest. Aber wir müssen uns nicht jetzt überlegen, wie wir es genau angehen. Ich wollte euch einfach schon einmal Bescheid sagen, damit ihr euch Gedanken machen könnt. Aber wir werden uns auf jeden Fall nicht noch einmal so vorführen lassen wie beim letzten Mal. Es wäre mir auf jeden Fall eine Freude, wieder nach Elberum zu segeln. Ich habe da noch eine Rechnung offen. Der verdammten Nachtwinde. Ich auch. Das ist richtig. Ich helfe euch gerne bei eurer Rechnung. Ihr wurde damals angegriffen. Hi. Und sogar ziemlich schlimm verletzt. Ich habe die Narbe immer noch. Kanizitiana sagte damals, sie machen Jagd auf Magiebegabte. Er nannte sie eine Kabalina. Kabalia. Ja, nun, ja, genau. Nun, wenn sie immer noch da sind, dann... Ihr habt sie ja nicht. Es sind welche entkommen, oder? Wir haben sie nicht mal einen von denen konnten wir schnappen. Die waren so schnell wie der Wind und genauso schnell sind sie wieder abgehauen. Ja, aber nächstes Mal sind wir vorbereitet. Ja, ich denke, sie werden auf jeden Fall immer noch in Elberum aktiv sein und... Nun, vielleicht sollten wir herausfinden, ob sie wirklich nur euch angegriffen haben, weil sie in euch die Mara-Gabe gespürt haben, oder ob da vielleicht noch ein bisschen mehr dahinter steckt. So von alten Feinden in Elberum kann ich nicht sprechen. Nur diese Nachtwinde. Aber, ich werde mich dann nochmal mit Serpentilio und Abel mir zusammensetzen. Ihr werdet mir mit eurer Expertise sicherlich weiterhelfen können, wie wir gegen diese Schnelligkeitszauber vorgehen können. Oh, keine Sorge, da habe ich auch einige Möglichkeiten. Immerhin kann ich Sachen langsam machen.
Ich denke, Serpentilio wäre auch sehr qualifiziert, um sich in die Akademie einzuschleichen. Immerhin wurde sie von Donatien von Terilia gegründet. Und ich denke nicht, dass sie es in Frage stellen würden, wenn er dort ankäme und um Zugang zur Bibliothek bäte. Ich denke nicht, dass schon allgemein bekannt ist, dass er mit uns segelt. Oh, und ich könnte Schnabelmir dort ausführen. Auf dieser Prachtstraße ausreiten, den Leuten Kusshände zuwerfen. Oh. Gut, dann steht das fest. Dann werden wir, sobald wir unsere Aufgaben an Kunchum und Kusslik erledigt haben, Alborum ansteuern. Ich denke auch darüber nach, ob wir uns nicht alle in die Stadt einschleichen sollten. Und sollte ich mich dafür entscheiden, wäre unser Schiff derweil frei, um wahlweise die Elefanten nach Janka zu bringen oder aber Jagd auf Piratenschiffe zu machen. Ich glaube, die Jagd auf Piratenschiffe wäre an dieser Sache interessanter. Da könnte sich die Mannschaft gleich mal bewähren. So eine Transportmission wäre doch etwas langweilig. Dann solltet ihr aber auch Briefe nach Al-Anfa schicken lassen. Ich denke nicht, dass wir die Drachentöter alleine auf Piratenjagd schicken lassen sollten. Wenn dann in der Flotte. Ja, nun wie gesagt, je nachdem, wie viel Vertrauen wir bis dahin in unsere neue Mannschaft haben. Aber ja, ich kann gerne an Kiaras Karinor schreiben und unsere Schiffe nach Janka beordern. Ich denke, es wird so oder so eine bessere Entscheidung sein, denn so wie ich das sehe, werden wir langfristig gesehen auch nicht darum umhinkommen, weiter nach Norden zu segeln. Vielleicht nicht gerade nach Nersand, dort ist das Kind wohl schon in den Brunnen gefallen. Aber irgendwann sollten wir uns auf jeden Fall um das Effathorn bemühen. Denn wir können nicht immer durch die Niederhöllen gehen, wenn wir es mit einer Dämonenache zu tun bekommen. Und den Schlüssel des Wassers. Den sollten wir auch suchen. Ich hoffe, wir machen das mit den Niederhöllen nicht nochmal. Das war doch eine einmalige Sache. Ich denke auch, dass es eine einmalige Sache war. Ich bin auch nicht sicher, ob wir es wiederholen könnten. Es hinge wohl davon ab, wie viel Serpentilio und Abelmir aus dieser Exkursion gelernt haben. Und ob das für sie reproduzierbar wäre. Nun, es wäre vor allem die Frage, ob wirklich noch diese Dämonenknappheit in den Niederhöhlen herrscht oder nun, ob wir einen, ich sage mal, Normalzustand herrscht. Dann hätten wir keine Chance, diese zu durchqueren. Ja, ich denke auch, wir sind uns einig, dass wir das nicht wiederholen wollen. Also versuchen wir uns, um das Effathorn zu bemühen und ja, diese Sache mit dem Schlüssel des Wassers ist eine gute Idee, Boltax. Wir müssen allerdings nochmal über das genaue Wann und Wie sprechen. Richtig. Und der Schlüssel des Wassers ist wortwörtlich elementar für unseren Plan. Ja. Tatsächlich. Da ist noch eine Sache. Ich habe in Jalans Tour nachgeschaut und dort diesen, wie soll ich sagen, einen Armreif oder so gefunden? Ah, den Reif der Wellen. Ja, wir sprachen einmal darüber, dass er wohl noch ein Gegenstück haben müsse. Aber ja. Ich wüsste nicht, woher wir ihn nehmen sollten. Er hatte mit Isilia zu tun, soweit ich mich erinnere. In der Tat. Es ist ein Unikum, was sozusagen als nur als im Zusammenspiel mit einem anderen Artefakt funktioniert. Und nun, wir bräuchten dieses andere Artefakt, um das Artefakt zum Laufen zu bringen. Und was macht es? Das kann ich nicht sagen, weil mir fehlt die Expertise für das Gegenstück. Es ist wie ein halber Ring. Man kann ihn vielleicht tragen, aber er funktioniert nicht wirklich. Ja, aber was bringt uns dieser Reif, wenn wir nicht wissen, was er tut? Nun, er wurde uns zugespielt. Er muss eine entscheidende Rolle spielen. Welche kann ich denn eigentlich nicht sagen? Aber es ist ein altes Artefakt, ein hochelfes, soweit ich mich erinnern kann. Netia hat das an Bord gebracht. Wir sollten noch einmal mit ihr deswegen sprechen. Und vielleicht
Ich weiß nicht, ob Kuslik der richtige Ort ist, aber Kuslik ist auf jeden Fall berühmt für seine Bibliotheken. Vielleicht könnten wir dort auch eine Recherche nach dem Gegenstück anstreben. Und überhaupt nach allem, was irgendwie mit unserer Mission zu tun hat. Eine sehr gute Idee. Auf jeden Fall. Ich denke, Rafim wird begeistert davon sein. Ja, hier kann meine Freude kaum an mich halten, dass wir endlich mal wieder in eine Bibliothek gehen. Das ist die größte Bibliothek überhaupt. So etwas habt ihr noch nie gesehen. Oh ja, es ist wirklich einmalig. Die Bibliothek in Kuslik ist sehr beeindruckend. Rafim, niemand zwingt dich, mit in die Bibliothek zu gehen. Ich bin sicher, du wirst auch einen anderen Zeitvertreib finden, der unserer Mission dienlich ist, wenn wir in Kuslik sind. Ja, das sagst du so, aber da laufen doch nur Urasier rum. Ja, in der Tat. Ja, das Problem erkennt ihr ja wohl selber. Nicht wirklich, aber ich denke, die feinen Damen hätten sicherlich Verwendung für euch, wenn ihr versteht. Richtig, ihr könnt Geld beschaffen. Mit eurem unverwechselbaren Charme, Rafim. Verschenkt ein paar Holzpferde und der Rest wird sich schon von selbst gestalten. Oh, übrigens, wegen dieser Reise, Abelmir, ich möchte gerne Magistra Kohlrab, Marcheska, Paligan und Netia mitnehmen. Nun, es steht euch frei, jeden mitzunehmen, den ihr wollt, aber vielleicht solltet ihr das nochmal mit der Spektralität bereden. Ich bin nicht sicher, was die genaue Transportkapazität ist. Ja, in der Tat, ich wollte eigentlich, dass ihr dort Bescheid gebt, aber... Ihr habt recht, das sollte sich mit einem Brief regeln lassen. Ich könnte diese Frage, ich müsste von ihm eben zum Akademie. Ich könnte ihn fragen, bei der Gelegenheit. Gut, teilt ihm mit, dass es mein Wunsch ist und ich es für sehr zuträglich halte, wenn die drei Damen uns begleiten. Nun gut, gäbe es sonst noch etwas? Tempus fugit. So steht ihr in eurer Kapitänskajüte und habt über die nächsten anliegenden Probleme gesprochen. Möchte noch irgendjemand von euch etwas an diesem Abend tun? Ich glaube, Abelmir wollte noch einmal in die Akademie und einkaufen. Ich wollte nochmal in die Akademie, in die Werkstätten und meinen Plan, meine mechanischen Zeichnungen schon mal anfangen umzusetzen für das Geschenk für den Fürst von Kunchorum bzw. meinen stählernen Hahn. Alles klar. Ich glaube, noch eine Mechanikprobe brauche ich da von dir nicht erstmal. Das heißt, du fängst an, nach der Theorie in die Praxis zu gehen und sammelst erstmal Zeit an. Genau. Gut, dann Frage an die anderen. Möchte noch irgendjemand machen? Irgendwas am Abend? Ich würde noch die beiden Bogenschützen Hauptfrauen informieren. Über unseren, ich lasse beide Parteien Wachdienst schieben und würde sie über den Test gar nicht informieren. Gut. Dann nehmen die Aufstellung jeweils mit 50 Leuten, korrekt? Jeweils 25. Jeweils 25, okay. Aber wir müssen sie eigentlich darüber in Kenntnis setzen, weil sonst wissen sie ja nicht, was sie tun sollen, oder? Aber das überlässt du dann mir? Warum willst du sie in Kenntnis setzen? Woher sollen sie denn sonst wissen, dass sie das Ding runterschießen sollen? Naja, ich denke, wenn ein dämonischer Vogel auf dem Weg ist, sollten die das schon verstehen. Okay. Also... Leuchtet mir ein. Sonst testen wir ja auch gar nicht ihre wirkliche Fähigkeit. Weil wenn ich dir sage, ich komme und greife dich an, ist das was anderes, als wenn dich einfach jemand angreift. Okay, da ist, glaube ich, Zulamin Rafims Argumenten gegenüber auch offen und dann warten wir einfach mal ab. Marcheska Paligan bekommt Bescheid, dass es diese Nacht stattfinden soll und sie schickt dann halt, wann sie meint. Ja, sie bleibt erstmal an Bord, bis in den späten Abend, bis auch in die Nacht. Wenn ihr eure Dukatengardisten irgendwann fragt, dann könnt ihr euch sicherlich sagen, dass sie so gegen zweite Nachtstunde aufgebrochen ist. Noch irgendjemand anderes in der Zwischenzeit? Ja, ich möchte noch einmal mit Tekala reden, und zwar noch bevor Rafim da die Söldner beauftragt, die Schützen beauftragt, auf dem Schiff Wache zu halten. Denn dann ist hier ein wenig mehr Trubel.
ja. Ich passe ihn ab. Vielleicht, wenn er gerade in meiner Kapitüse ist, öffne die Tür und schließe wieder hinter mir. Junge, schön dich zu sehen. Wie behauptest du dich bisher an Kunche? Das Wetter ist gut. Hast nicht viel anderes als das Schiff gesehen, nicht wahr? Und den Hafen. Das ist okay. Ich habe auch nicht viel von anderen Bergen gesehen in den Spinnenbergen. Falls dich irgendwas in dieser Stadt interessiert, du kannst ja mal auf den Mast draufklettern und dir die Stadt von oben anschauen, zumindest was du siehst. Dann können wir auch ein wenig durch die Stadt gehen und ich zeig dir einige Sachen. Falls nicht, musst du das auch nicht. Du kannst halt einfach auf dem Schiff bleiben. Das habe ich schon gemacht. Ich bin oft auf dem Mast. Ich habe einen großen Turm gesehen. Dort steht ein anderer Mann und ruft ab und zu. Ja, das ist, sollte wohl der Ausrufer sein. Er gibt bekannt, was für Schiffe ein- und ausfahren. Nein, einen höheren Turm, nicht im Hafen. Am Fluss. Ja, tatsächlich. Werde ich mal umhören, was das ist. Interessiert dich das? Willst du da mal hin? Der Turm ist groß. Der Mann interessiert mich nicht, aber ich möchte gerne auf den Turm klettern. Ich schaue mal, ob ich das in die Gänge setzen kann. Aber, Kleiner, du musst mir einen Gefallen tun. Er ruft immer irgendwas mit Rashtula Akbar. Ach so. Was für ein Gefallen? Ach, ja, richtig. Du musst etwas für mich beschaffen, verstehst du? Es befindet sich hier auf dem Schiff, in einer der unteren Kajüten. Welche der Kajüten war die von Marex? Haben wir nicht festgelegt. Ne? Habt ihr nicht festgelegt, genau. Also das ist die von Serpentilio. Ich glaube, hier war Herrn Nebelklang drin. Das heißt, dann würde sie vielleicht in der Kajüte, nee, in der Kajüte sein. Ja, in der Kajüte, wenn man aufs Deck tritt, rechts vom Gang, wo es auch zum Schiffärztin geht. Dieser Raum, wo ich mich öfter drin aufhalten musste, als ich verletzt wurde und mit Verbänden rausgekommen bin. Da musst du, wenn niemand ein Auge auf dich hat, mal reinschleichen und etwas für mich suchen. Es sieht ungefähr so aus. Und Diamantis holt sein eigenes kleines Logbuch auf und blättert einmal in den Seiten herum. Falls es da drin ist, muss ich es haben und darf dich dabei niemand sehen, verstehst du? Kannst du so etwas tun? Ich kann mich umgucken. Aber wichtig ist, dass dich wirklich niemand da mal sieht, Tikale. Das würde mich sehr stolz machen. Wenn der Gang... hat das ein Bullauge? Da ist... ja, sollte. Ich meine, liegt außen, also hat es auch ein Bullauge. Hat es. Du kannst auch von draußen reinklettern, falls dir das lieber ist. Je nachdem. Dukatengardisten können gut gucken. Ja, mittlerweile sind nur noch wenige von denen da. Und seitdem wir so wenige auf dem Schiff sind, bewachen sie auch nicht mehr die Gänge. Aber ja, das ist eine bessere Idee. Kletter durch das Bulgerauge hinein und wieder hinaus. Aber pass auf, dass du das Buch nicht ins Wasser fallen lässt. Nein, ich mach das. Gut, falls du es hast, sag mir nicht Bescheid. Ich verstecke es einfach hier unter der Matratze. Und ich werde dann nachts nochmal auf dich zukommen. Ich mach das. Viel Glück, mein Junge. Gut, jemand anderes. Abends. Tatsächlich, wenn niemand anderes noch was ist, habe ich noch eine zweite Sache. Und zwar die Geschützmeisterin, die mir angetraut wurde. Rafim hat gesagt, ich sollte mich nochmal mit ihr unterhalten. Oder unser Kapitän hat es gesagt. Und ich würde dann auch aus meiner Kajüte raustreten und mich auf dem Deck erstmal im Hafen umschauen, ob ich die mir beschriebene Frau erblicke. Ja, also du kannst dich ein bisschen umgucken, vor allem dann auch, wenn du dich zwischen die Mannschafter stellst, die da unten stehen, kannst du dich auch ein bisschen umhören, vor allem das geht ein bisschen besser. Und du wirst dann auf eine aufmerksam gemacht, die dort steht, mit ihren ja, Henna-Tätowierungen im Gesicht oder auch an den Armen und sie trinkt wohl gerade einen Grog aus einem Tonbecher.
Ja, dann trete ich mit auf dem Rücken verschränkten Armen auf sie zu, räusper mich immer. Ihr habt mich gesucht. Ah, Monterey. Hi, so ist es. Und ihr seid? Ja, ihr könnt mich Isabel nennen. Ich bin die neue Katapultmeisterin. Ich denke nicht, dass das noch der Fall ist. Aber erst einmal würde ich dir gerne was von mir erzählen. Ich weiß Disziplin zu schätzen, und wenn ich auf dich zutrete und du der Teil unserer Mannschaft werden solltest, solltest du aufstehen und Haltung annehmen. Sie schlürft an ihrem Grog. Ich sehe schon, wir kommen aus ganz verschiedenen Ufern. Ja, dann setze ich mich ebenfalls auf die Bank, Tisch. Ist das hier ein Tisch? Oder? Sie sitzt an der Bank. An der Bank, ja, dann setze ich mich ebenfalls auf die Bank. Gut, erzählt, warum sollten wir euch auf unserem Schiff mitnehmen? Ich kann euch Rotzen beschaffen und sogar einen Bock. Einen Bock? Wie genau hast du dir das vorgestellt? Wir sind ein 3,5-mastiges Schiff. Wie sollen wir den Bock darauf abfeuern? Nun, entweder nach hinten oder nach vorne gerichtet. Viel drehen kann man nicht. Vor allem die Segel stören. Böcke werden bei uns in der Armada gut gern eingesetzt und ich bin an einem auch besonders geschult, aber ich habe bisher keine Möglichkeit gesehen, das auf unserem Schiff anzubringen. Tja, die Wellen werden das schon stabilisieren. Vor allem, wenn man ihn hinten aufbockt. Dann muss man vielleicht ein bisschen das Steuerrad nach vorne setzen, aber das bekommt man mit der nötigen Mechanik hin. Gut, aber Rotzenböcke können wir uns zweifelsfall auch besorgen. Wo genau habt ihr gedient? Was habt ihr für Erfahrung? Ich meine, ich kann sie euch besorgen. Alles, was ich will, ist, dass ich dafür mitmachen kann. Besorgen? Ohne? Du meinst für Lau? Naja, die sind wo hinten runtergefallen. Ich verstehe. Und bei dem, die runtergefallen sind, werden die danach suchen? Nun, zumindest nicht hier. Nicht hier. Also schwere Rotzen kriege ich nicht, aber leichte oder mittlere kann ich dir besorgen. Drei mittlere, die ich dir so geben kann, und bis zu 10 weitere. Wir sind an schweren Rotzen ziemlich gut ausgestattet und einige mittlere haben wir auch, obwohl ich diese Geschütze nicht besonders schätze. Die leichten Rotzen sind außerordentlich unterschätzt und davon würde ich nehmen, so viele wir haben können. So viele wir kriegen können. Tja, dann mach dich mal bereit. 20? 30? Wie viel brauchst du? Ich denke, belassen wir es mal bei 10. Aber die Rotzen wäre nicht der einzige Grund, weshalb ich dich und deine Mannschaft nehmen würde. Ich habe keine Mannschaft. Wie viele seid ihr? Du bist alleine. Ja, aber ich bin die Katapultmeisterin. Die Katapultmeisterin. Das heißt, wen auch immer ihr mir besorgt als Mannschaft, ich werde sie anführen. Und ich werde die Scheiße aus ihnen rausbombardieren, wenn wir auf die Schiffe treffen. Wir haben einen Halbbanner-Geschütz, Geschützleute, und das sind noch nicht mehr genug, um unsere momentanen Geschütze wirklich vollends in Besatzung zu bringen. Mit der doppelten Anzahl bräuchten wir eigentlich auch der... Ich werde damit mit der Kapitana sprechen. Zur Not nehme ich auch die Halbmatrosen. Zur Not nehme ich auch die Halbmatrosen, die ihr da habt, die kann ich auch ausbilden. Es geht mir nur darum, dass ich die Brandgeschosse selbst abfeuern darf.